Gruppe aus dem Mittelbach. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wichtigste Dreieck und der wichtigste Ort unseres Maibaumsetzen, der Maibaum, ist angekommen. Ich danke Bauer Röder, ich danke allen Helfern auch vom Chemnitzer Athletenclub, die das so gut bewerkstelligt haben, dass unser Maibaum unbeschadet hier angekommen ist und jetzt auch in aller Würdigung und Form gesetzt wird. Ich werde mal gehört natürlich auch ein Fest. Und es ist immer wieder schön, dass damit auch unser Fest und die Arbeit des Heimatvereins Reichenbach durch besondere Personen gewürdigt werden, die damit auch zeigen, dass wir insgesamt verankert sind, auch in der Stadt verankert sind. Es ist ganz einfach schön, dass wir nicht nur hier mehr. Wir sind sehr dankbar darüber, dass wir auch dieses Jahr nur die Möglichkeit haben, aus unserer Mitte diesen Dank zu hören, die Festrede zu hören, die ich Ihnen gleich ansagen werde. Ich werde aber jetzt erstmal warten, bis du mal die Technik vorbereitet hast. Thank you.
Liebe Zuschauer, wie Sie sehen, in diesem Jahr an den Reihen, an den großen Folgen in der ersten Reihe eine ziemlich junge Generation an Feuerwehrleuten. Auch das gehört bei uns dazu, zur Traditionspflege, dass solche Sachen weiterverkauft. Die großen Folgen lösen. Das ist der Mast des Maibaumes noch verteilt werden muss, da er doch bis wenigstens August hier steht und mit dem Wetter tropfen muss. Jeder Preis brennt, keine eigene Ortsfeuerwehr mehr hat, bleibt seit 27 Jahren im Geheimatverein hier in Reichenbrand, der eine ganz tolle Traditionspflege betreibt, eingeplant, dass wir den Maibaum aufstellen. Natürlich gehört es dazu, dass zu einem Maibaum auch ein Maikranz angehängt wird, mit dem Zugezeichen der Rauch- bzw. ehemaligen Zünfte hier in der Umgebung. Und ich aus dem Weg jetzt schon plaudern und möchte Ihnen auch nicht die Information vorenthalten, dass wir derzeit, was den Personalbestand unserer Feuerwehr angeht, 21 aktive Feuerwehrleute, Jungen, Mädchen, Frauen und Männer in der Einsatzgruppe haben. Und das ist eine schöne Tradition, diese Feuerwehr beschäftigen zu können und sich mit Traditionspflege zum Beispiel auseinanderzusetzen. Herzstück des Ganzen ist unsere Jugendfeuerwehr, wo wir momentan in Chemnitz absolute Spitze sind und mit 45 Kindern und Jugendlichen die absolute personelle Nummer 1 hier in Chemnitz sind. Aus der Institution Feuerwehr freut sich natürlich die ausgebildete junge Leute. Und derzeit für die Einsatzabteilung in Ausbildung noch zusätzlich haben wir 14 Frauen und Männer im Status zur Ausbildung. Und das nehmen wir jeden Jahr zum Anlass, um zum ersten Mal die Feuerwehr und die Geschichte der Feuerwehr zu lassen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Anbringen des Maikranzes. In diesem Jahr jeder mal eine Besonderheit. Das ist ein ganz schönes Kostüm.
Also ich kann Sie beruhigen, es sieht sehr gut aus. Und den letzten Schlag hat Michael Berg getan und das Bier läuft. Der Tag ist gerettet. Ich übergebe nochmal das Mikrofon an Herrn Bürgermeister. Ich habe ja alle lange warten müssen und ich nehme den ersten Schluck Schaum, das Bier dürft ihr dann trinken. Das Fest ist eröffnet, viel Spaß auf ein friedliches Fest. Vielen Dank an Herrn Ralf Burgert für die Festrede und für das Anstechen des Freibierfasses. Vielen Dank an die Brauerei Reichenbrand. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und vielleicht sehen wir uns in ein paar Minuten auf der Festbühne, da geht das Programm dann weiter.